Ich glaube, das wird nie funktionieren. Ich bin ja mit dir auch auf Kriegsfuß, von daher. Auf Kriegsfuß? Hm. Die hat sich an Jake dran gemacht. Deswegen ach, bei dir auch. Bin ich. Wie, bei dir auch? Nee, die hat sich nicht an Lasse ran gemacht. Oder? Doch. Vor ihrem Freund. Nicht. Im zweiten Tag fragt er schon wieder, wenn wir mal heiraten, wie wollen wir denn heißen? Habe ich ihn mit Schienen gedroht. Ich dachte, das ist nichts Ernstes. Ich auch, aber er heißt Ernst Böse, also. Großeinsatz, ich rufe dann noch meine Kollegen an. Wir müssen den Kopf. Nova steckt fest mit ihrem fetten Arsch. Irgendwas, was wir ja für seine Figur tun. Naja, ich hab's an den ersten Tag im PT gemerkt, dass er ein bisschen Speck angesetzt hat. Schokospeck. Ja, was? Donuts, jetzt ist Schokolade. die hat's der Fight aber angetan, ne? Ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz mit meinem Dienst so einbauen. Finden sich andere Hobbys. Einmal Kehrtwende. Da sind eine Trainer jetzt auch noch? Weiß ich. Hi. Das ist ein Drillclub, eher schon mal. So schlimm ist es auch nicht. Nein. Wie lange macht ihr das jetzt schon, ey? Seit beim ersten, bei der Fight Night festgestellt, ich brauche doch ein bisschen Fitness. Krass. Gott, ich werde hier krepieren, glaube ich. Aber. Das wird schon. Meint er, ja? Bisschen aufwärmen. Okay. Wir können auch bloß Yoga machen oder so. Da habe ich ein bisschen mehr Übung drin. Sonst mache ich nämlich auch keinen Sport, muss ich gestehen. Aber es ist schon mal was anderes. Das hat mal ein schöner Ausgleich zum Arbeitsalltag. Da sagst du was. Wobei meine einer würde jetzt sagen, aber geh doch auf die Felder. Ja, Arsch. Da waren wir auch schon. Ach, da kann man auch Fitness machen, werden vorarbeiten. Das stimmt wohl. Oder eben mit jemand tanzt auf dem Weizenfeld. Ja, nur wenn man die Aufmerksamkeit von anderen erregt. Wir wollten die Aufmerksamkeit von jemandem und ich habe dann quasi diese Leuchtstäbe ausgepackt und habe dann hier wie so einen Flugeinweiser. Oh, okay. So. Immer wieder was Neues. Ich ein bisschen auf hier. Ich habe schon gesagt, früher gab es im PD noch wenigstens noch Drillkurse jede Woche, aber nicht mal das ist mehr. Hat da keiner mehr Lust dazu, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich sagte, ich habe es Cody als Ausbilder vorgeschlagen, einmal die Woche, rauf, fort von Kuro. Ich kruden ärgern. Mit ja, was wird anders gemacht? Oder ist Cody nicht dafür? Ja, doch. Aber er ist ja nicht der Chef der Ausbildung. Ich hab's ihm nur vorgeschlagen. Keine Ahnung, ob die das mal durchsetzen. Ach, du bist jetzt wieder im PD, sagtest du, ne? Ja. Und, wie ist es? Noch 3 Wochen. Fast wie früher. Ja, ist schön. Also, ist das gut oder schlecht? Gut. Ich rede von dem alten früher, wo ich nur fliegen durfte und Lieutenant war. Na gut, ich habe einen Officer-Rang aktuell, aber... Da wo noch eine Abby keine Scheiße gebaut hat. Da hat auch noch eine Abby keine Scheiße gebaut, genau. Was? Abby hat schwer Scheiße gebaut? Ja, da. Ach, weißt du das gar nicht? Was hat sie gemacht? Erzähl mal. War ja mit mir damals Ausbildungsleiterin im PD. Ich wusste, dass sie mal Kopf gewesen ist, genau. Das ja, so. Ja. Und dann eines Tages hat sie ihren aus dem Dienst gegangen und damals waren Tyson Rain bei uns Rekrut. Ruft mich an, kannst du mal rauskommen, Rossi? Ich so, ja, stand da vom PD. Also ich möchte gerne Vermisstenmeldung meines Fahrzeugs machen und ich weiß auch, wer es geklaut hat. Eine Motorradfahrerin mit orangenen Haaren und einem lila grünen Motorrad.
Ich gleich Abby angerufen. Abby, ab ins Biddy mit dir. Sehr gut. Hat sich rausgestellt, sie hat das Auto von einem Rekruten geklaut. Ach du gut. Scheiße. Ja, kurz danach war sie suspendiert. Hatte aber die Chance, wieder nach 2 Wochen halt von ganz von vorne anzufangen. Hat sie abgesagt, dann in der Zwischenzeit hat sie einen Job bei einem King angefangen. Und du weißt ja, wo sie jetzt immer noch arbeitet. Mhm. Seitdem ging es irgendwie bergab. Ja. Mhm. Ja, mit der Dame wirklich, ey. Ich habe jetzt schon 2, 3 Versuche probiert, wieder mit ihr gut klarzukommen, aber jedes Mal ging es wieder schief. Ich glaube, das wird nie funktionieren. Ich bin ja mit dir auch auf Kriegsfuß, von daher. Auf Kriegsfuß? Mhm. Die hat sich an Jane dran gemacht. Deswegen ach, bei dir auch. Wie, bei dir auch? Nee, die hat sich nicht an Lasse ran gemacht, oder? Doch. Vor ihrem Freund. Die hat doch einen Schuss nicht mehr gehört. Ich habe das erzählt bekommen. Ich glaube, Lasse hat es mir auch selber erzählt, dass sie und Chris vor ihm standen. Und sie dann auf Lasse zu ist. Ja, er sieht doch richtig gut jetzt aus. Und oh, wow. Ich fand schade, dass sie nicht dabei war. Ja, wir haben letztens, gab es eine ganz tolle Situation, wie gesagt, da war irgendwie, also Jaden hat mir erzählt, dass sie ihr Auto lackiert haben wollte, weißt du, und hätte ihm einen dafür geblasen, keine Ahnung. Was? Ja, irgendwie sowas, weißt du, und ich stand mit Bea im Autohaus, dann kam plötzlich so eine Abby rein und Bea hat mir erzählt, dass sie ihr Auto verkaufen will und ich habe zu ihr gesagt, ja, aber denk dran, ne, bezahlt wird nicht mit Blowjobs, ja. Abby dann nicht so witzig. Da habe ich beim Hand unten in der Werkstatt was mitbekommen, weil da war ich nämlich ungewesen und dann war Abby total entsetzt gewesen. Tja. Aber ich find's halt mit dieser Frau so spannend, dass die sich erlaubt, solche Witze zu machen, wisst ihr? Wenn ihr Freund irgendwie Scheiße baut, und ich erinnere mich an eine Situation mit Corbin, da ist ja die Hölle heiß gewesen, ne? Die wird so eifersüchtig und alles. Das aber war selber war so schlimm, wenn es um mich ging. Eben. Also unter anderem, ich meine, ich glaube, auf mich war es auch mal zickig gewesen, weil Corbin mich mal umarmt hatte oder so. Auf Terra war es auch sauer gewesen. Aber dann erlaubt sie sich solche Sprüche. Dann muss sie sich nicht wundern, dass die Partnerin der sogenannten Männer, die sie anbaggert, bei ihr ankommen und sie blöd anmachen, ey. User left your channel. Also, das ist. Ja, jedenfalls seitdem bin ich halt nicht gut auf sie zu sprechen. Das Schlimme ist ja eigentlich der Dank, dass wir sie eigentlich aus dem ganzen Scheiß mit Corbin da rausgezogen haben. Er fehlt ein bisschen. Wir haben sie ja dann mitgenommen auf Partys und allem drum und dran. Im Endeffekt hat sie ja dadurch ja auch die ganzen Medics kennengelernt und halt dann eben entsprechend auch Chris. Und dafür kam bis heute noch kein Dankeschön. Unsportlich. Oh, Bauchschmerzen. Ich krieg Muskelkater. Wirst du morgen erstmal ein bisschen liegen? Oh, nee. Jesus. Was macht ihr aber nicht jeden Abend, oder? Boah, wie machst du die Gestütze, Alter? Wie wir zusammenklappen? Letzten 2 Tage schon. Oder letzten eigentlich 3. Ja. Sagen Sie nicht, wie wir am letzten Mal endet. Uff. Wir hatten dann, waren vorhin noch bei dem Shop da, wo man Alkohol kaufen kann, waren wir vorhin noch Shop. Mm. Nice. Ich trinke tatsächlich gar nicht so viel. Versuche darauf zu achten. Es gab immer so Situationen, wo ich betrunken war, wo ich mir dachte, so, nee, das sollte nicht nochmal passieren. Kennt man. Oh ja. Ja. Ich habe nur letztens gemerkt, nach 2 Getränken habe ich auch nichts mehr vertragen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, hier von Wochen da bis zum Motel Heli. Oh, das ist eine Menge Ausfallschritt, glaube ich. Das ist so schlimm, ja. Hier oben, einmal links, einmal rechts, links, rechts. Ich glaube, das letzte Mal betrunken war ich am Junggesellenabschied. Das war aber auch eine Nummer. Weißt du schon, ey, das war, ich sag's euch. Ob es da noch mal was gibt, das ist eine gute Frage. Stimmt, ich habe irgendwie das Gefühl, auch irgendwann mal die Hochzeit stattfindet. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die stattfinden wird. Ich mache immer noch ein Wettbüro demnächst. Ich hätt auch bei Bea und Buddy wetten sollen, keine Ahnung. Das wird immer auch gespannt, irgendwie kriselt es ja auch. Ich weiß ja nicht, wie
wie gut befreundet ihr mit denen seid, aber so wie ich das mitgekriegt habe, fällt die aus. Ich weiß. Die Hochzeit. Doch, mhm. Doch sicher. Ja. Also das war der Stand, den ich gestern gehört habe, weil Buddy sich da irgendwie wohl überhaupt nicht für interessiert für die Hochzeit und Bär links liegen lässt und so. Ach Gott. Ich war ja gestern unten in der Werkstatt beim Hand. Und da wollte ich ja mit Ernst reden, dann kam eine Bär dazwischen und musste unbedingt rumheulen. Also merkst du nicht, dass ich gerade ein anderes Krisengespräch führe? Oh. Alle mit ihrem Beziehungsdrama hier, ey. Ich bleib lieber Single. Ja. Manchmal ist das besser so. Also wenn ich da höre, was die Leute da für Stress miteinander haben, Alter, nee. Ich wusste den Böse ja auch gleich in die Zurechtweise. Ich sag, nach 3 Tagen wollte er schon zu dir rennen und ein Haus kaufen. warte, was? Du und Ernst? Ja. Aber ist nichts Festes. Das mit dem Haus hast du mir noch nicht erzählt. Der schick ihn mal zu mir. Soll man ein Haus kaufen? Ich brauch Geld. Ja, wir waren in Mirror Park unterwegs. Ja. Ja, nach 3 Tagen und schon gleich ein Haus, ey. Ich dachte nicht. Am zweiten Tag fragt er schon, ja, wenn wir mal heiraten, wie wollen wir denn heißen? Habe ich ihn mit Schienen gedroht. Ich dachte, das ist nichts Ernst. Ich auch, aber er heißt Ernst Böse, also. Wow, krass. Das überrascht mich jetzt. Ja, deswegen habe ich gestern ein Krisengespräch. Aber ich sagte, Ernst ist aber ein echt guter, ne? Also, ja, so ist er in Ordnung, aber... So sympathisch. Ich habe gestern erstmal gesagt, das geht alles zu schnell. Gott, was mache ich hier? Ah, hi. Lars hat mir gerade ein Selfie mit Chris geschickt, von oben vom Observatorium. Jetzt schreibe ich bloß dazu, oh, wie romantisch. Die zwei sind. Nicht, dass der Fall morgen mit dem Vormittag auch mit auf dem Feld steht. Oh, weia. Er hat heute Vormittag blöd geguckt. Nicht wahr, Heli? Stellt euch das, wenn ich ein Foto schicke. Nö, Quatsch. Oh, ich glaube langsam brauche ich auch neues Rückgrat. warte, wir müssen standardmäßig was machen, Heli, bevor du abdrückst. Okay. oh Gott, muss mich ist abgeschickt. Okay, gut. User left your channel. Herrlich. Das ist schön. Ich habe mich heute schon bei der Sarah beschwert, weil die ja irgendwie nie da ist, ey. Wenn sie da ist, dann heute so wegen im King rum oder sie will nur saufen. Sie hat noch nicht mal mein neues Büro gesehen, weißt du? Ich habe dich schon ewig nicht mehr gesehen. Ist die noch in der Stadt? Ich habe sie einmal bei euch oben stehen heute sehen, da bin ich an der Streife vorbeigefahren. Ich habe nur gehört, dass sie am Freitag irgendwie nach mir gefragt hat, aber da war ich ja nicht da. Ja, ach, da wollte sie saufen, weil sie ja so ihr Herz wurde irgendwie gebrochen. Keine Ahnung, weil King ja irgendwie mit der Thea am Anbandeln war und so. Und hat da fett mit der geflirtet und der gesagt, die soll bei denen in die Villa einziehen und so. Und keine Ahnung. Und dann war sie halt voll fertig mit der Welt. Und hat voll rumgeheult und hat sich betrinken wollen und hast nicht gesehen. Ich denke mir so, meine Güte, ey. Nova, wir müssen mal deine Handynummer austauschen. Ich hab festgestellt, ich hab deine, ich wollte dich vorhin anschreiben. Ich hab dann über Haley kommuniziert. Aber es funktioniert. Am Anfang bin ich noch umgeflogen, wie so ein Stück Kartoffelsack. Was ich hier so einen Sandstand hinkriege, ist echt im Sand hier. Ich bin stolz auf mich. Oh, ja. Nochmal hier Yoga oder sollen wir mal eine Runde joggen? Ich weiß nicht, wie euch da noch ist. Ist egal. Frage ist, was hält Nova noch aus? Also ein bisschen laufen könnte ich glaube ich noch, aber ich glaube morgen werde ich Muskelkater des Todes haben. Nehme ich aus dem Bett kommen. Wir können ja den Weg ein bisschen entlang joggen. Ja, können wir machen. Scheiße, der Hendrik hat gestern angerufen, weil er ein Haus haben wollte. Und er so, ja, wo gehen die Preise los? Heißt du, ohne Indiz, was er will oder so. Und ich so, ich kann den Trailer für 60.000 anbieten, ne?
ja, sieht aus wie Eminem. Ich so, Alter, Digga, du hast gefragt, was, wo die Preise losgehen, ne? Da hättest du gesagt müssen, du hattest doch schon mal eine Glatze. Ja, User left your channel. Gut. Und dann ging ich fing er dann plötzlich an, er will ein Haus, wo es ein Sex-Dungeon hat und so eine Scheiße. Und ich denke, Alter, nee. Ach, du Heiliges. Ist schlimm mit dem, ey. So. Ach, kacke, ich hab keine Ausdauer. Fahrradfahren wäre auch was, ne? Mhm. Gibt's mittlerweile schon welche zu kaufen hier in der Stadt? Ich glaube nicht, oder? Ich habe doch schon lange nicht mehr geguckt. Müssen wir mal beim PDM mal gucken. Hm. Weiß nicht, ob Jade auf nicht motorisierte Fahrzeuge auch spezialisiert ist. Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube ja nicht, ne? Hat er mir bestimmt sonst erzählt. Wie ruhig das hier ist, ey. Schön. Angenehm. Das war mir so hektisch in der Werkstatt. Boah, da hab ich gedacht, ich hab keinen Bock mehr. Ich könnte mir jetzt mal einen freien Abend. Muss auch manchmal sein. Früher war doch eh mal da hinten der Fahrradverkauf. Ja. Ja. Kann man fast mal hinschauen, ob sie mittlerweile wieder aufhaben oder. Nicht auf der Strecke bleiben. Runter. Koordiniertes Chaos, würde ich mal sagen. Ja. Koordiniertes Chaos. Hocken für Fortgeschrittene ohne Schuhe. Warum hast du keine Schuhe an? Weil ich vorhin im Strand spazieren war und die Schuhe noch auf. Das tut doch weh. Nö, nach einer Zeit merken wir das nur. Achso, ja gut. Das war hier irgendwo, ne? Da. Bike. Da hinten. Oder hier? Nicht, das war da. Da hinten war das. Ja. Ich hab hier Hubi mal erwischt, wie er voll mit dem Auto lang gefahren ist. Ich so, Dicker, das ist eine Fußgängerzone. Oh. Ah. Mit dem geschimpft. Er kann froh sein, dass er aus dem Auto gestiegen ist, sonst hätte ich mir das Kennzeichen aufgeschrieben und ihn angezeigt. Ist eh der Beste. Fragt er mich vor 2 Tagen, ich in Kopfklamotten, willst du mit mir morgen Rennen fahren? Und ich so, wow. Rennen hier. Ja, Rennen. Na, da war der vor ihm drin hier. Stimmt, ja. Nee, da hat er jetzt gemacht. Schade. Kommt ja auch Wasser raus? Nee. Allein aus Vergangenheit, wenn Gebäude brennen, ich glaube, ich könnte mir das nicht verzeihen. Hier, das kann ich doch hier für 5.000 Dollar verkaufen. Wir können auch das Ding notfalls auch Wohnwegen verkaufen, dann können sie gleich im Auto pennen. Ich muss ein Selfie schicken für Lasse. Ich hab unser Traumhaus gefunden. Und best mit Nova im Hintergrund, wir sind gerade rausgeflogen. Warte. Warm, oder? Ja, genau. Beste Lage. Verkehrsberuhigt. Am besten noch so oben drauf hocken, hab mein neues Haus gefunden. Aber der Einkaufswagen steht auch schon gleich bereit. Zentral, da eben hier Shopping nah. Warte mal, wie schreibt man das zu? Einkaufs.
Also Fahrgelegenheit ist auch gleich mit dabei. $5.000 nur solange der Fahrrad reicht. Oh Gott. Oh, herrlich. Ich wünschte, ich könnte nicht mehr. Warte mal. Mit Vorgarten. Wobei, ich habe Angst, dass ich da nicht mehr rauskomme, wenn ich da jetzt reinkrabbel. Ich will da raus. Lass die Freikrad kostet 100.000. Nee, so viel dann doch wieder nicht. Boah, ist Top-Lage. Ich muss reinkriechen. Ja, ich überlege gerade, aber ich habe Angst, dass ich nicht mehr rauskomme. Ich stelle mir vor, wir müssen dann die Feuerwehr rufen. Ja, das wäre doch was. Großeinsatz, ich rufe dann noch meine Kollegen an. Wir müssen den Nova steckt fest mit ihrem fetten Arsch. Oh, wäre das schön. Ich traue mich nicht so richtig. What? Oh. Ja, meine Kiste. Moment, die Kiste. User left your channel. Scheiße. Guck mir bloß die Füße auf. Ich hab jetzt Schiss, dass ich mir den Kopf anhöre, wenn ich jetzt aufstehe. Ich glaube, die Reifen gehen nicht mehr. Oh. Kaputt. Ich glaub, die... Aber das ist bei den alten Wegen meistens so, ey. Die Bremsen sind blockiert. Hm. Oh. Ärgerlich. Keine Restart mehr. Das ist schön. Ich kann aber. Da vorne steht der nächste hier. Corserati. Corserati fahre ich, das ist. Wie nennt sich das Gefährt? Oh feier, Alter, das stinkt. Ach, das wusste ich gar nicht, dass es hier noch so einen Skaterpark gibt. Mhm. Doch, doch. Bin ich mir mit dem Fahrrad durchgeflogen, gefallen oder wie auch immer. Ich hab's mal versucht, mit dem Fahrrad zu fahren. Zum Glück habe ich das damals nicht entdeckt, als ich mit meinem Fahrrad noch hatte. Ich wollte gerade sagen, da wärst du wahrscheinlich noch öfter Stargast hier im Krankenhaus, ne? Bin ja jetzt privat versichert, von daher. Ach, bist du jetzt? Ja, super. Ja, jetzt. Lohnt sich ja, glaube ich, schon, ne? War heute schon einmal da, weil mir irgendjemand beim Weizenpflücken Ei aus Maul gehauen hat. Irgendjemand? Nein, ich habe dir nur meine SMS ins Gesicht gedrückt. Ja. Auch schön. Ich habe Ares vorhin aus Versehen geschlagen. Er hat mir eine Rechnung gegeben für meine kaputte Scheibe und hoppala. Ja, bin ich irgendwie ausgerutscht, weil wir auf den Gleisen standen. Und da flog die Faust. Es ist halt echt nicht leicht, mit diesen scheiß High Heels auf unebenem Grund zu stehen. Mhm. Oh nee, das war aber mal eine echt schöne Abwechslung, ey. Danke, dass ihr mich gefragt habt. Das war echt angenehm. Hat Spaß gemacht. Immer auch wenn Sport anstrengend ist. Gerne mal auch für irgendwas Gemütliches. Hm. Ja, irgendwann dann mal, wie gesagt, wenn wir mal ein Haus haben mit Garten, eine Grillparty oder so, wäre wahrscheinlich auch mal schön. Mhm. Aber bei diesen Fight Club-Dingens da, macht ihr da auch mit? Ich bin dabei, ich war am Sonntag beim Training. Ja. Wie läuft also das so ab? Bei mir ist es schwierig, ich kann es momentan noch nicht mit dem Dienst vereinbaren. Also bei der ersten Fight Night, das war ein... Ah ja, das war ja auch nochmal so ein AB-Teamer.
Oh weia, hör mir auf. Sie hat die ganze Zeit geleugnet und sie macht da nicht mit und vor dem Kampf auch noch, nee, es ist nichts für sie. Okay, dann habe ich mich halt damit abgeschlossen, dass ich nur gegen ihr kämpfe. Und plötzlich muss ich gegen sie antreten, ohne dass er irgendwann einfach gesagt hat, mir noch eiskalt ins Gesicht gelogen hat. Was ist denn das? Also dieses, ich hab das ist ja widerlich, so ein Verhalten, das kann ich ja gar nicht haben. Ja, es war dann halt auch mehr Showkampf als das irgendwie. Die Männer konnten ein Auto gewinnen und wir... Wow. Nee, da würde ich auch mitmachen, wenn ich auf die Fresse hauen darf, dafür legal. Geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wenn du da irgendwie eine Faust falsch abbekommst, ein blaues Auge, hätte ich auch keinen Bock drauf. Gut, bei mir macht es das nicht so viel aus in der Werkstatt. Ich kriege auch genug von der Kunden eine runter. Ja. Wie kommt das, wenn ich als komplett blauen Augen vor den Leuten stehe? Wieso? Also, würde mich da jetzt nicht... Dienstunfall, würde ich sagen. Ja gut, ich habe schon einige Dienstunfälle bei mir. Auch wieder wahr. Hey, schönes Auto. Ich frag mich, wo du das her hast. Echt schön, gell? Von so einem super Auto hinten. Das ist aber kein Geblasen dafür, oder? Oh, Gottes Willen. Egal, bezahlt. Was hast du dafür gezahlt? Jetzt mal so aus Neugierde. Was waren es jetzt? Warte mal, ich glaube 50. Okay, ja. Das hat er mir auch so genannt. Als ich ihn gefragt hatte, weil der war ja auch schon fulltuned und alles. Weiß doch jemand was will, Bierchen oder so. Nee, ich glaube, ich düsel jetzt mal zum Hotel langsam. Ich spür's schon langsam in den Knochen, ey. Deswegen. Alles klar. Ja. Nee, aber danke für die Einladung. War super. War schön. Können wir gerne wieder machen. Gerne, gerne. Alles klar, dann fahrt vorsichtig. Wobei, ihr fahrt ja wahrscheinlich auch zum selben Hotel, ne? Wir sind oben da. Also ja, am Strand Dings. Ja, da bin ich auch. Ja. Na gut, ihr zwei. Dann entspannt noch schön. Und ciao, ciao. Bis dann. Ciao.